Platz, Fifi. Heute nicht. Hörst du eine Französin? Ja, und sie ist ganz schön resolut. Wer ist da? Tja, sie ist Französin. Tu m'appris pour qui? Kommt nicht näher! Wer seid ihr? Warum verfolgt ihr mich? Red McRae, zu euren Diensten. Der Verbanner, der überlebte. Auch wenn das nur wenig half. Seid ihr Prudence Haig? Was wollt ihr? Sie ist misstrauisch. Warum nur? Was macht ihr hier draußen im Wald? Ich habe eine Verabredung mit der Königin von Spanien. Was denkt ihr denn, was ich hier mache? Ihr habt das Lager gesehen. Wir sind am Verhungern. Ein Tag ohne Brot ist lang. Aber aus Eicheln lässt sich auch Mehl gewinnen. Es tat mir leid, vom Tod eures Mannes zu hören. Mein Thomas war ein glücklicher Mann. Ganz gleich, was ihr gehört habt. Du hast einen wunden Punkt getroffen. Nagel sie darauf fest. Mit wem habt ihr gerade geredet? Was meint ihr? Gerade eben. Ihr habt laut geredet. Auf Französisch. So ein Blödsinn. Verstellt euch nicht. Ich erkenne Französisch, wenn ich es höre. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich stamme aus Kent und bin über Wales ausgewandert. Sie wird es nicht zugeben, aber Prudence Haig ist insgeheim Französin. Darf ich jetzt gehen, Schotte? Ich will ganz offen sein, Mrs. Haig. Ich glaube, ihr braucht meine Hilfe. Ich habe nie erwähnt, dass ich Prudence Haig bin. Sie ist stur. Das gefällt mir. Ich habe die Schrift an euren Wänden gesehen. Ihr werdet heimgesucht, nicht wahr? Es stimmt schon. Seltsame Besucher hatte ich öfters. Euch beispielsweise. Betretet ja nicht mein Haus. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wie gesagt, haltet euch fern. Sie leugnet, was mit ihr passiert. Wir werden Beweise brauchen. Noch mehr Zahlen. Die sehen neu aus. Mrs. Haig kam mir verdächtig vor. Sie war dir gegenüber ebenso misstrauisch wie du ihr gegenüber. Was macht eine Französin in Kriegszeiten hier in Neuengland? Die Tatsache verbergen, dass sie Französin ist, natürlich. Gottlose! Ungläubige! Es mag nicht, dass wir herumschnüffeln. Das ist ein Geheimtext. Hat Prudence Haig verschlüsselte Botschaften geschickt? Sie meldet die Vernichtung von Essensrationen, die auf dem Seeweg in Juiden ankommen. Das erklärt die verbrannten Docks bei unserer Ankunft. Und was jetzt? Noch mehr Spuren. Such weiter. So, Prudence ist nicht nur eine französische Spionin, sondern auch eine Saboteurin. Aber was will der Geist mit ihrem Geheimtext? Oder vielleicht ist der Geist auch ein Spion. Diese Überreste verlangen nach einem Ritual und jeder Menge Vorsicht. Askel Fogachsma.
Bist du etwa nicht mehr auf der Höhe? Tretet hervor! Wunderbar! Noch mehr Spaß! Der Schemen hat eine Leiche entdeckt und will sie für sich haben. Ich spüre etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Das sind keine Drohungen. Wir kriegen Verstärkung. Du willst also kämpfen? Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Weitere Botschaften. Ein Geist hat ein Fragment aus seiner Vergangenheit hier gelassen. Was ist das? Thomas? Du weißt, dass ich dich immer lieben werde, ja? Je näher du kommst, desto gefährlicher wird es. Thomas hat ihr Hugenottensiegel gefunden. Ich bezweifle, dass er wusste, dass sie eine französische Protestantin war. Sie hat ihn angelogen. Er hat sie nie richtig gekannt. Vielleicht hat er sie gekannt und das hat ihn umgebracht. Wir sollten versuchen, mit ihm zu reden. Da ist noch einer. Wartet, wir wollen nur reden. Trage das Geflüster auf ewig fort. Wir.
Da kommen noch mehr. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Hier, bedien dich. Hast du das gespürt? Es ist nah. Schaut euch an, ungeliebter, ungottloser, schlimmer, wertloser, blutschuldiger Narr. Für immer der unendlichen Gnade durch meine Bleib bei mir! Er nahm sich das Leben. Seine Albträume waren ungewöhnlich. Er starb einen grausamen Tod. Kein Wunder, dass er noch hier ist. Er ist hier. Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Hier wäre es gut. Lasst uns in Ruhe. Red McGrath, Herr. Ich versuche, Ihrer Frau Prudence zu helfen. Flüstert mir nichts zu, Teufel. Ist das jetzt wirklich jedes Mal nötig? Dann überlasse ich dir den Vortritt. Na schön, verbannen wir's. Hinfort, Teufel! Ihr werdet sie nicht bekommen! Wann haben die Albträume begonnen? Kein Anfang. Kein Ende. Möge das Geflüster auf ewig ruhen. Möge das Geflüster ruhen. Möge es ruhen. Gab es ein Gesicht hinter der Stimme oder vielleicht eine dunkle Gestalt, die über euch schwebt, euch das Leben aussaugt? Nein, nichts als das, was wir sind. Die Kreaturen, die wir alle wirklich sind, begraben in der Dunkelheit. Habt ihr einen Schlaftrunk genommen? Ein Heilmittel vielleicht? Hat Prudence euch etwas gegeben? Gegeben? Sie hat mir alles gegeben. Ich habe es behalten und zurückgegeben. Warum die verschlüsselten Botschaften? Was wolltet ihr damit sagen? Das Geflüster des Teufels wird zurückkommen. Für immer muss sie fliehen. Sie muss fliehen.
Warum sollte das Geflüster auch Sie holen, Thomas? Was verschweigt ihr uns? Warum seid ihr hier? Warum lauft ihr nicht weg? Warum ist Prudence nicht schon fort? Wenn es direkt von euch kommt, wird sie auch zuhören. Aber mit einfachen Worten, wohlgemerkt. Nein, nicht ich. Nicht so. Prudence ist nicht die, für die ihr sie gehalten habt. Und doch habt ihr sie geheim gehalten. Ich kenne sie. Ich liebe sie. Auch nachdem sie die Kolonie verraten hat, obwohl ihr wusstet, dass sie euch belogen hat? Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Ich gelobte, sie zu lieben. Ein Versprechen darf man nicht brechen. Ihr bringt sie um, Thomas. Nein, nein, ihr irrt euch. Ihr laugt ihr die Essenz aus. Sie wird wahnsinnig werden und dann sterben. Sie braucht mich. Sie braucht mich. Sie braucht mich. Er hat seinen Verstand verloren und zieht sie mit in den Wahnsinn. Er glaubt, sie zu beschützen. Also verbannen wir ihn, dann wird sie in Sicherheit sein. Was wir auch tun, Prudence hat ein Recht darauf zu erfahren, was passiert ist. Wir sollten es ihr sagen. Bleibt hier. Vielleicht können wir helfen. Was tut ihr hier? Mit wem habt ihr da gerade gesprochen? Wer? Ich? Gerade eben habt ihr doch mit jemandem gesprochen. Wer war das? Blödsinn. Ich bin allein hier. Spielt nicht mit mir, Verbanner. Jetzt sagt mir die Wahrheit. Bei der Belagerung von Wien hängten wir Saboteure. Wenn ihr euch an unserem Essen vergreift, werden wir euch ausweiden. Ja, ich habe euren Geheimcode gefunden. Ihr habt diese Botschaften hinterlassen. Was wollt ihr? Die Leute hier vertrauen euch. Niemand von denen weiß, dass ihr eine hinterhältige Schlange seid. Wenn ihr glaubt, ihr könnt über mich urteilen, Herr, dann wisst ihr sicher nicht, wer oder was ich bin. Ihr könnt die Scharade nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann wird die Maske zerbröckeln oder weggerissen werden. Wen die Engländer sich zum Feind nehmen, muss euch nur interessieren, Schotte, wenn ihr es wollt. Jedes Leben geht uns etwas an. Verzeiht mir, leider muss ich euch weiter zu eurem Mann befragen. Thomas hatte böse Träume, nicht wahr? Ich möchte nicht darüber sprechen. Und ich bin sehr gut darin, nicht zu sprechen. Soweit ich weiß, litt er unter schrecklichen Albträumen. Habt ihr Hilfe gesucht? Vielleicht bei einem Arzt? Natürlich haben wir das. Niemand half uns. Niemand konnte helfen. Vielleicht wünschtet ihr euch einen Verbanner. Vielleicht. Aber wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten. Wie man hört, starb er einen grausamen Tod. Verzeiht mir, aber der Schmerz, die Angst, diese Gefühle sind doch sicher noch nicht fort. Natürlich sind diese Gefühle noch da. Ich liebte ihn und er starb, aber er ist fort und ich bin noch hier. Klarheit kann schmerzhaft sein. Wir widerstehen ihr. Mach es ihr ganz deutlich. Ich kann euch die Wahrheit sagen, aber könnt ihr sie auch akzeptieren? Ihr schlaft kaum. Ihr wacht erschöpft auf. Ihr fühlt euch ausgelaugt, aber ihr gebt der Trauer über euren Verlust und der Angst vor der Entlarvung die Schuld. Was wisst ihr schon über mich und mein Leben? Ich weiß, dass ihr eine Spionin seid und dass euer Mann euch sehr geliebt hat. Er hat euren Geheimtext gefunden. Es ist sein Geist, der Botschaften auf euren Wänden hinterlässt. Hier gibt es keinen Geist. Was führt ihr im Schilde? Ich tue meine Arbeit, nichts weiter. Euer Mann sucht euch heim.
Ich bin hier, um euch beiden zu helfen. Er dachte, ich wäre eine Bedrohung für euch. Er hat versucht, mich zu verjagen. Er liebt euch sehr. Deshalb wird er euch nicht allein lassen. Ist er hier? Ist Thomas hier? Das ist er. Er will, dass ihr New Eden verlasst und der Gefahr entkommt. Ich habe hier Arbeit. Wichtige Arbeit. Euer König schert sich einen Dreck um New Eden. Der Krieg wird woanders geführt und wird mit oder ohne euch weitergehen. Prudence, Thomas, es ist soweit. Thomas möchte, dass ihr wahrhaftig lebt. Und zwar weit weg von New Eden, weit weg von den Engländern. Nach seinem Tod blieb er in der Nähe und versuchte, euch zu ändern. Aber ihr habt nicht auf ihn gehört. Ich tat, was ich tun musste. Manche mögen das Verrat nennen. Ich hingegen nenne es Loyalität. Dann hoffe ich auch, dass ihr versteht, was ich jetzt tun muss. Tiens, Bannisseur est de loin le plus perfide. Das war nicht einfach. Ich denke, dass ich genauso gehandelt hätte. Solange ich atme, werde ich alles tun, um dich zu beschützen. Das weiß ich. Nun? Ich habe mit allen gesprochen, wie ihr es wolltet. Und? Zwei Heimsuchungen gab es im Lager. Beide Geister wurden verbannt. Zwei? Tatsächlich? Es gibt vermutlich noch mehr, aber zumindest diesen zwei wurde ein Ende bereitet. Nun gut. Habt herzlichen Dank, Red McGrace. Ihr habt euren Beitrag geleistet und euch einen Platz hier verdient. Meine Schwester sollte demnächst zurückkehren. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen. Bis dahin... Seid ihr hier willkommen. Ich verabschiede mich. Ja, bis dann. Ihr wollt also eine Karte. Möchtet ihr etwa die Segel setzen? Oder vielleicht wissen wir, welche Richtung?
Guten Tag, Nelly. Und jetzt... Wie geht es euch? Freiheit... Wisst ihr... Eine... Weise... Lasst uns handeln. Gut. Einen guten Tag. Ja. Innerlich. Kate, ich kann kaum. Jetzt. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Lebt wohl, Verbanner. Ich würde ja gern helfen. Trotz meiner Zeit als Händler ist mein Verstand noch scharf. Doch der Körper ist nicht mehr der jüngste. Ja, ich habe mit allem gehandelt. Felle und Juwelen, Tabak und Wein, Fisch und Geflügel, Zucker und Gewürze, Korn. Mein Laden war ein wahres Füllhorn. Ihr habt wohl keine...